Nach einer mündlichen Verhandlung in Frankfurt zwischen dem DFB-Sportgericht und dem 1. FC Köln am Freitag bleibt die Sperre von einem Bundesligaspiel für Lukas Podolski nach seiner roten Karte im Spiel gegen Hertha BSC bestehen. Der 26-Jährige fehlt dem FC somit in der Bundesligapartie bei Hannover 96 am Sonntag. Die Entscheidung seitens des Sportgerichts sorgte dabei deutschlandweit für Irritationen, denn sowohl der Schiedsrichter als auch sein Assistent hatten vor Gericht eine Fehlentscheidung eingeräumt. Der Justiziar des 1. FC Köln, Dr. Oliver Zierold, zeigte sich enttäuscht ob der fragwürdigen Rechtsprechung in diesem doch eigentlich für ganz Fußball-Deutschland eindeutigen Fall. Ist das für Sie nachvollziehbar oder bleibt da doch ein großes Fragezeichen? Da bleibt sicherlich ein großes Fragezeichen. Wir sind sehr enttäuscht aus Frankfurt zurückgefahren. Enttäuscht nicht so sehr wegen des Verlaufs der Verhandlungen, wo wir eigentlich all das, was wir beweisen wollten, auch unter Beweis stellen konnten. Insbesondere auch dank der sehr offenen und ehrlichen Aussagen des Schiedsrichters und seines Assistenten, die klar ein Irrtum zugegeben haben und damit auch wirklich Mut und Größe bewiesen haben. Dass leider dem DFB-Sportgericht dann der Mut gefehlt hat, letztlich auch die Konsequenz daraus zu ziehen und die unberechtigte Sperre aufzuheben, ist sehr, sehr bedauerlich. Und wenn das dann auch begründet wird, damit sinngemäß, dass es eigentlich nur deshalb erfolgt ist, weil man es schon immer so gemacht hat und wenn man in einer laufenden Saison sowas nicht ändern könne, dann muss man sagen, kann das keinem gefallen, der an materieller Gerechtigkeit und auch letztlich an einem sportlich unbeeinflussten Wettbewerb Interesse hat. Die Pressestimmen sind eindeutig keine Zustimmung, sondern viel Kritik für das Sportgericht. Richter Hans E. Lorenz versuchte nach der Verhandlung das Urteil folgendermaßen zu begründen. Wir sind keine Reparaturbetriebe für diskussionswürdige Schiedsrichterentscheidungen. Selbst wenn der Schiedsrichter hinterher sagt, Gelb hätte es auch getan. Auch falsche Tatsachenentscheidungen sind verbindlich, auch verbindlich für Sportgerichte. Ja? Und dann mussten wir gucken, hat er überhaupt was gemacht? Eine Tätlichkeit war es ganz sicher nicht, aber unsportliches Verhalten war es. Er ist ins Rudel gegangen, er hat den Gorbiaschwili am Schlawittchen gepackt. Unsportliches Verhalten, ein Spiel, das überlebt er. Das kann man eigentlich so nicht stehen lassen, weil es gibt in § 13 Nummer 2 DFB-Rechts- und Verfahrensordnung eine Norm, die ausdrücklich vorsieht, dass bei einem offensichtlichen Irrtum eine Sperre nach einem Feldverweis aufgehoben werden kann. Auch das FIFA-Recht im Übrigen sieht bei einer offensichtlichen Fehlentscheidung diese Möglichkeit vor. Zudem gibt es Präzedenzfälle auch in der Bundesliga, wo in der Vergangenheit entsprechend so geurteilt worden ist. Und schließlich ist auch das oft bemühte Argument der Schutz der Schiedsrichter jedenfalls dann sicherlich nicht durchgreifend, wenn der Schiedsrichter selbst einen Fehler zugegeben hat und eigentlich ein Interesse daran hat, dass die Auswirkungen dieser Fehlentscheidung möglichst auf das absolut Unvermeidbare reduziert werden. Das hätte das DFB-Sportgericht hier entsprechend auch tun können. Dass man das nicht getan hat, ist sehr bedauerlich. Ich muss sagen, ich bin enttäuscht, insbesondere ob der Begründung, da hätte man gar nicht verhandeln brauchen, weil alle Zeugen und alle Aussagen, denke ich, waren sehr deutlich in Richtung von Lukas. Dann ihn fürs nächste Spiel noch zu sperren, bei der Faktenlage, die da ist, das ist für mich ein dogmatisches Urteil. Ich weiß auch nicht, was man damit erreichen will. Schützen tut man damit keinen. Man hält die Ungerechtigkeit nur in der Luft. Und von daher muss ich klar sagen, bin ich enttäuscht, insbesondere ob der Begründung des Urteils. Enttäuscht zeigte sich natürlich auch der Nationalspieler nach der Verhandlung. Denn auch für Lukas Podolski ist das Urteil nicht nachvollziehbar. Ja, na gut, klar ist man enttäuscht, weil, sag mal, alle Zeugen, die eingeladen worden haben, ja das bestätigt, was ich auch gesehen habe oder was da vorgefallen ist. Und daher ist man schon enttäuscht über das Urteil und fragt man sich am Ende, wo ist dann die Gerechtigkeit, wenn man eine rote Karte bekommt und gesperrt wird, den Verein nicht helfen kann. Dann fragt man sich, wo ist die Gerechtigkeit, warum man bestraft wird, obwohl man nichts gemacht hat. Wie gehen jetzt die Chancen runter für Sonntag, fürs Spiel von eurer Mannschaft? Gehen die Chancen nicht runter. Ich denke, die Jungs sind heiß genug. Sag mal, man muss ja auch im Vorfeld sich auch vorbereiten, dass man da ein Spiel gesperrt war. Das war ja bis heute der Fall. Und die Mannschaft hat auch heute so trainiert, also ohne mich in der A11. Und ich denke, die Jungs sind da motiviert. Am Ende bleibt also nur die Erkenntnis, dass hier ein Urteil gefällt wurde, welches lediglich für das Sportgericht nachvollziehbar sein wird. Der Verein prüft nun Möglichkeiten, weiter gegen das Urteil vorzugehen. Diese sind aber leider begrenzt. Welche rechtlichen Möglichkeiten bleiben dem Verein jetzt noch nach der Urteilsverkündung?
Gut, wir hätten nun vor dem Spiel am Sonntag im Wege der einstigen Verfügung erreichen können, dass Lukas Podolski mit großer Wahrscheinlichkeit für Sonntag noch spielberechtigt gewesen wäre. Man hat sich dann nach Rücksprache mit Trainer und Spieler dagegen entschieden, einfach um die Sicherheit zu haben, dass er dann im übernächsten Spiel gegen Dortmund auf jeden Fall dabei sein kann. Wir haben dennoch die Möglichkeit, am Montag bis 16 Uhr Berufung einzulegen gegen das Urteil, um für zukünftige vergleichbare Fälle die erforderliche Rechtsklarheit durch das DFB-Bundesgericht zu erhalten. Ob wir das tun werden, das entscheidet sich dann am Montag. Im Spiel gegen Hertha BSC hatte die Mannschaft die Fehlentscheidung des Schiedsrichters mit Kampfgeist aufgewogen. Das Ergebnis wurde somit nicht in Mitleidenschaft gezogen. Mit dem Urteil zieht eine anerkannte Fehlentscheidung nun von der Justiz geduldet weitere Folgen nach sich. Auch Nichtjuristen sind sich in dieser Sache einig. Gerechtigkeit sieht anders aus.